uns da viel Glück singen. Halt dich da fest, halt dich fest. Oder Happy Birthday, warte mal. Happy Birthday, ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Julia. Happy Birthday to you. Ich hole sie raus, warte. Ich hole sie raus. Guck. Ball! Essen! Und das ist ein Einhorn! Hast du Hunger? Du ja, aber erstmal. Nein, erstmal Krone! Der Dumm und seine Krone! Warte mal, Junge! Hey! Guck mal, spielen wir hier! Siehst du schon mal Schuhe an, bitte? Kannst du reinbeißen? Machst du denn noch die Folie ab? Guck mal, Julia. Hier machst du das ab? Ich mach das für dich ab. Gleich. Papa! Oh. Julia, ich hab schon gegessen. Papa! Julia, uns ist das schon lecker. Du kannst reinbeißen, Julia. Julia, du darfst Apfel schon mal von mir haben. Ich muss bitte die Schuhe anziehen. Für wen ist das? Baby. Jetzt fertig gemacht. Ich habe mich ein bisschen zurecht gemacht, habe mir ein Kleid angezogen und Julia war währenddessen oben im Kinderzimmer. Ich gehe jetzt mal hoch und guck mal, wie es da so aussieht. Ich bin mal gespannt. Wow, das sieht ja gut aus. Na, hast du aber toll hier gespielt. Wir hatten jetzt gerade Besuch von einer Freundin von mir, die ist jetzt weg und ich habe die Tischdeko hier hinter mir schon abgeräumt und werde das jetzt einmal draußen im Garten aufbauen. Wir haben super schönes Wetter, die Sonne scheint, könnte nicht besser sein. Und wir feiern dann draußen im Garten mit der Familie und mit Freunden und mit ein paar Freunden auch von Julia. Ihr habt
habt euch bestimmt gerade gefragt, was ich da mit dem Heißkleber und der Tasse und einem Teller beziehungsweise zwei Tassen, zwei Teller Heißkleber gemacht habe. Ich werde jetzt einfach mal nichts sagen und vielleicht entdeckt ihr das Ganze, wenn ich euch hinten die Dekoration zeige. So sieht das Ganze jetzt schon mal von hier hinten aus, wenn wir drauf zu laufen. Ich habe das Schöne hier positioniert. Ja, wie so ein Traumfänger sieht das irgendwie aus. Dann für die kleinen Kinder habe ich so ein Einhornpapier drauf gemacht. Und die Großen, da sitzen die Eltern, die sitzen hier. Dann habe ich oben drüber die Bälle aufgehangen. Hier habe ich auch an den Seiten mit so einem Geschenkepapier gearbeitet, damit noch mal ein bisschen was rumflattert. Und heute ist Wind, von daher flattert auch einiges rum. Die Girlande hat hier ein Plätzchen gefunden an der Seite. Und hier drüben, ta-ta-ta-ta, haben wir noch so einen kleinen Essbereich. Da kommt dann nachher noch die Torte hin. Die seht ihr natürlich auch noch. Und ja, jetzt seht ihr vielleicht schon, hier drüben hat dieser kleine Kuchenständer seinen Platz gefunden. Ich finde es halt ganz praktisch, wenn man nichts hat, dann kann man sich mal eben so einen schnell selber machen. Kann man auch Gläser verwenden zum Beispiel. Und am Ende kann ich das Ganze wieder abmachen und ich habe mein Besteck. Die zwei haben wir heute von unseren Nachbarn geschenkt bekommen, total süß. Ja. Und da kommt dann noch gleich der Kuchen hinzu, ein bisschen Kaffee und die Gäste können kommen, würde ich mal sagen. Für die Kinder zum Spielen habe ich einmal Seifenblasen und statt Wasserpistolen habe ich hier solche Spritzpistolen für die oder Sprühpistolen für die Pflanzen eigentlich. Papa, ich muss sauber machen. Ja. Wir sind jetzt vom Waldschwimmbad zurück und ich werde jetzt das Video für euch schneiden. Wenn ihr bis zum Schluss geguckt habt, dann gebt doch dem Video in den Kommentaren ein Emoji mit den Herzchen-Smiley. Die mag ich am liebsten, von daher würde ich mich darüber riesig freuen. Und wünsche euch an dieser Stelle wie immer einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!